Wen sollte ich von hier aus anrufen? Meine Privatgespräche führe ich wirklich besser von woanders. Ah, ich dachte, das wäre mein Handkommen, oder habe ich den wieder in der Tasche? Ja gut, den habe ich wieder in der Tasche. Dann... Zuerst sollte ich mir meine Taygun wiederholen. Okay, dann gib mir die Gun. Was? Gib mir die Knarre. Könnte ich bitte meine Taygun wieder haben? Sie scheint ja noch zu funktionieren. Ja, das Ding war völlig intakt. Wohl ein Fall von spontaner Selbstheilung. Ernsthaft? Da habe ich ja Glück gehabt. So. Ist da. So, sein Privatleben interessiert mich nicht die Bohne im Moment. Aber vielleicht wird das auch irgendwann wichtig. Fett. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht hinzugehen. Na doch, du gehst zu Fett Frey. Friend. Fett Friend. Wir haben geschlossen. Haben Sie das Schild nicht? Ach, du bist es, Chick. Jetzt ehrlich, wenn du geschlossen hast, warum stehst du permanent hinter Tresen? Lange nicht gesehen, Jake. Was gibt es Neues? Ich habe einen Toxinprüfer besorgt. Ich habe einen Toxinprüfer besorgt. Worauf wartest du? Leg los. Das Ding schlägt an. Was sagt der Wunderapparat? Ist da Gift drin? Ja, Alkohol. Witzig. Alkohol ist nun mal ein Zellgift, falls du es nicht wusstest. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das Ding bei jeder Flasche anschlägt. Was habt ihr Kotz eigentlich für beschissenes Equipment? Halt die Klappe und lass mich arbeiten. Ja, mach mal. Ich hoffe, es kommt was bei raus. Gib mir einfach die nächste Flasche, damit wir hier vorwärts kommen. Hey, hier haben wir doch was. Da ist ja genügend Blausäure drin, um die halbe Stadt zu vergiften. Wer auch immer das Zeug da reingekippt hat, wollte auf Nummer sicher gehen. Scheint aber die einzige Flasche zu sein. Du hast zwei Flaschen geprüft und bist der Meinung, es ist die einzige. Du bist es, Jake. Ja, ich stand gerade vor dir. Deinen Club Rum solltest du wirklich besser wegschütten, da ist Blausäure drin. Okay. Dann weg damit. Was tut man nicht alles für die Gesundheit seiner Gäste? Danke für deine Hilfe, Jake. Hast einen gut bei mir. So, jetzt will ich aber wissen, was dir zu der Frau einfällt. Was fällt dir zu der Frau auf dem Bild ein? Zeig mal. Das ist Rose. Sie hat mal bei mir getanzt. Ist schon eine Weile her. Hat einen spitzen Job gemacht. Was ist mit ihr? Sie ist tot. Aus dem Fenster gesprungen. Und zwar aus meinem. Lange Geschichte. Weißt du, wo sie wohnt? Na. Geschichte würde mich interessieren. Rose war eine Nette, wenn du verstehst, was ich meine. Sie ist ein wenig auf die falsche Bahn geraten, war aber immer gut drauf. Selbst als sie mit dem Tanzen aufgehört hat und ins horizontale Gewerbe gewechselt ist. Sie hat dann auch Edelmütte gemacht und das konnte sie sich auch erlauben. Sie hatte Klasse, keine Frage. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo sie gewohnt hat. Schade. Kennst du vielleicht jemanden, der es wissen könnte? Alabama kennt vielleicht. Kate war eine Freundin von Rose. Ist auf Drogen mittlerweile. Sie steht in der Love Lane, habe ich zuletzt gehört. Üble Ecke. Okay, dann auf in die Love Lane. Ich muss dann wieder los. Bis dann. Das scheint ja ein ziemlich schmutziges und perverses Spiel zu werden, hoffe ich. Mal gucken. Ja. Auf in die Love Lane. Wo ist sie? Rotlichtviertel, ja, Jackpot. Ich glaube, es ist die Person da drüben, die so aus den anderen hervorsticht. Zahl 4, kriege 5. Toll. Na, Süßer, schau mal her. Ich sehe nach einer Menge Spaß aus, oder? Und für 1500 in Bar haben wir gemeinsam Spaß. 1500 Dollar für eine Nummer? Lächerlich. 1500 Dollar für eine Nummer? Lächerlich. Wieso? Das ist der normale Straßentarif. Eigentlich müsste ich die Preise anheben, bei dem Risiko, das ich im Augenblick habe. Außerdem brauche ich das Geld. Für Drogen. Oh Mann. Okay, hör zu. Ich mache dir das Alabama Kate Special. Für 1200 Dollar darfst du mit mir alles anstellen, was dir einfällt. Mit Gummi. Und für 1800 ohne. Na, sind wir im Geschäft.
Nein, danke. Ich habe meine Spursachen schon immer ungern mit anderen Jungs geteilt. Boah. Kennst du ein Mädchen, das Rose heißt? Kennst du ein Mädchen, das Rose heißt? Rose, ja. Ist gut. Ich würde gerne wissen, wo sie gewohnt hat. Du bist Cop, hä? Bekommst aber trotzdem keine Infos von mir umsonst. Kann ich mir nicht leisten. Ich brauche das Geld. Bezahl mich für eine kurze Nummer und du kannst mich fragen, was du willst. Ohne Aufpreis, okay? Verdammt. Wo sind eigentlich deine ganzen Kolleginnen hin? Heute früher Feierabend gemacht? Verkriechen sich, was sonst? Sind schon ein paar zu viele von uns verschwunden. Wenn ich nicht das Geld bräuchte, würde ich auch erstmal eine Weile weg von der Straße. Nicht ganz billig sein, Leben als Junkie, was? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Typen wie du haben immer leicht reden. Fester Job, schicke Wohneinheit, ein Frauchen kocht zu Hause und immer schön mit dem Finger auf andere zeigen. Wie viel nimmst du für eine kleine Unterhaltung? Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich brauche Informationen über deine Freundin Rose. Verstehe. Okay, der Spaß kostet dich $1,500 und kein Cent weniger. Cash. Und zwar gleich. Ich zahle oben, sonst verschwindest du mir mit dem Geld noch in irgendeinem Loch. Wie du meinst. Aber ist Geschäft noch Geschäft? Ich... Verdammt. Was ist Schluss mit dir? Die nicht auch noch. Muss ich einen Arzt rufen? Nein. Ich bin bloß... dieses Weinbauklauben auf dem Fertig. Ey, Mann, tut irgendwas. Mir krampft sich alles zusammen. Ich glaube... Verdammt, warum bekam ich immer die Irren ab? Eine Note auf Turkey, das hat mir gerade noch gefehlt. Na komm, hier liegen lassen kann ich dich ja schlecht. Ich trag dich nach oben, okay? Ich interpretiere das mal als ein Ja. Hier kannst du erstmal liegen bleiben. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, dir wieder einen halbwegs klaren Kopf zu verschaffen. Draufhauen. In dem Zustand bekomme ich nichts aus ihr raus. Beim Lüften habe ich kein glückliches Händchen. Entweder sie stürzen sich aus dem Fenster oder sie brechen mir zusammen. Wie kriege ich die jetzt wieder fit? Am besten ich frage mal Patricia. Schwesterchen sollte sich als Ärztin mit Drogen auskennen. Sicher weiß sie auch über Rainbow Club Bescheid, auch wenn es dieses Dreckszeug noch nicht lange gibt. Man findet die armen Schweine, die darauf reingefahren sind, ja momentan an jeder Straßenecke. Okay, rufen wir das mal an, die Patricia. Achtung, Jake. Dieses Terminal verschickt keine Kennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst. Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja. Okay, Jake. Was kann ich für dich tun? Ich möchte jemanden anrufen. Wen möchtest du denn anrufen, Jake? Ich möchte meine Schwester Patricia anrufen. Okay, ich verbinde. Hallo, Patricia. Jake, schön, dass du mal wieder anrufst. Wie geht es dir? Soweit ganz gut, ich komme klar. Irgendwie hörst du dich aber nicht so an. Okay. Ich habe hier ein Problem mit deiner Nutte. Hier ist das Rainbow Cloud ausgegangen und jetzt ist sie auf Turkey. Und dann wird es hier ziemlich mies gehen. Allerdings. Hast du keine Idee, was ich ihr geben könnte, damit sie wieder etwas auf die Beine kommt? Zumindest für eine Weile. Ich muss vernünftig mit ihr reden können. Zu einem Arzt will sie mich nämlich an. Mit Diazepam Q kannst du sie erstmal ruhig stellen und lindert die Angstzustände, die sie wahrscheinlich hat. Allerdings wird sie dann eine Weile schlafen. Am besten gibst du ihr noch etwas Magnesium gegen die Krämpfe. Das Magnesium kriegst du aus der Hausapotheke. Das Psychopharmakon ist schon sehr viel schwerer zu besorgen. Dafür brauchst du ein Rezept. Vielleicht habt ihr aber auch was auf eurem Revier. Soweit ich weiß, wird Diazepam Q von der Polizei zum Ruhigstellen benutzt. Stimmt. Die Jungs, die sich selbst in der Zelle nicht beruhigen können, bekommen immer was von unserem Doc. Aus dem Revier bekomme ich das Zeug aber garantiert nicht herausgeschmuggelt. Aber im Labor müssten wir eigentlich auch sowas haben. Okay. Ich muss Schluss machen. Ich muss Schluss machen, Patricia. Ich melde mich wieder. Juti, wir haben neue Aufgaben in unserem Tagebuch. Wo ist es? Hier unser Tagebuch.
Magnesium besorgen. Warte, das Magnesium kriegen wir aus der Hausapotheke, da müssen wir doch nur mit unserem. Ah nein, wir müssen erstmal nach Hause, um an die Hausapotheke ranzukommen. Logisch. Aber ich wette mit euch, bis wir da wieder sind, ist die Note tot. Oder verschwunden oder irgend sowas. Oh nein, das heißt ja freundlich ausgedrückt Prostituierte. Bloß da also die Begriffe drin so oft verwenden. So, unser Teledoc. Magnesium ist gegen die Krämpfe, also sage ich einfach, dass ich Magenkrämpfe habe. Hallo Jane, was kann ich für dich tun? So, ich habe ein. Ich habe Wadenkrämpfe. Ich habe Wadenkrämpfe. Krämpfe in den Waden? Kein Problem. Ein paar Magnesiumtabletten sollten da helfen. Okay, dann her mit dem Tag. Super, das Magnesium habe ich schon mal. Aber ich würde mal sagen, hier langsam wird es auch Zeit für einen kleinen Cut, den ich jetzt hier einlegen werde. Dann sage ich mal Tschüssi, bis bald und bis zum nächsten Mal. Also, erstmal speichere ich noch. So, hier, neuer Spielstand, den nennen wir Let's Play mit Nope. Face. Speichern. So, Spielstand Let's Play mit No Face wurde gespeichert. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.